Hi Leute, hier ist wieder euer Daniel und heute habe ich für euch ein spezielles Krafttraining. Mit einem Partner kann man wunderbar trainieren und wir gehen aber ein bisschen tiefer und machen ein paar Übungen aus der Bodenakrobatik. Ihr werdet merken, dass der ganze Körper richtig schön beansprucht wird und am besten funktioniert sowas mit einem etwas leichteren Partner oder mit einem gleich schweren und gleich großen Partner. Tipp habe ich noch für euch. Es ist besser, wenn ihr das Ganze barfuß macht oder zumindest die Schuhe auszieht. Das mache ich jetzt gleich mal. Ich darf ganz herzlich die Julia begrüßen, mit der ich heute die Akrobatik vormache. Hallo! Hallo! So, es geht los mit einer ganz einfachen Übung und zwar einfach nur mit der Übung Kartenhaus. Das bedeutet, der Partner, der vor einem steht, der bildet einen ganz, ganz festen Körper. Also die Beine schließen, Bauch anspannen, Rücken anspannen, Gesäß anspannen. Und jetzt geht es darum, dass ihr euch in eine neutrale Position nach hinten ablegt und mit den Fersen und mit den Fußballen genau hier an der Hüfte bzw. am Becken stützt. Die Fersen sind dabei am oberen Oberschenkel und die Fußballen ungefähr so ein bisschen über dem Beckenkamm. Und jetzt die Spannung halten, die Arme nach außen nehmen und jetzt mache ich nichts anderes, als einfach nur die Beine anzuwinkeln. Du hältst die Spannung, bleibst in der Position und ich drücke das Ganze wieder nach hinten weg. Und wieder. Und wieder weg. Und wieder beugen. Und wieder weg. Das war die erste Übung, einfach nur, um ein bisschen Körpergefühl zu kriegen. Die zweite Übung wird schon etwas schwerer, das ist der Flieger. Nehmt euch an den Händen und jetzt ist es wichtig, dass der Partner die Beine etwas beugt, leicht nach vorne springt und gleichzeitig drückt ihr eure Beine durch. Und hopp. In der Position braucht man wirklich viel Körperspannung, speziell unten in der Bauchmuskulatur und in eurem Hüftbeuger. Übung Nummer 3, wenn ihr schon ein bisschen Sicherheit habt, dann versucht mit den Füßen auszugleichen, sodass der Partner die Hände weglassen kann und in der Position richtig schön schwebt. Ein bisschen einfacher wird es für euch, wenn ihr die Arme links und rechts neben den Körper auf den Boden legt. Zum Ablassen ganz entspannt die Beine etwas beugen und den Partner nach vorne wegschieben. Als nächste Übung machen wir was für die Brust- und Schultermuskulatur und für den ganzen Körper, nämlich Liegestützen auf den Knien. Ihr legt euch in eine stabile Lage, die Arme links und rechts am Boden, richtig schön abstützen und der Partner stützt hier an den Knien. So, und jetzt einfach nur versuchen, dass wir richtig schön die Arme beugen und ihr unten hier wirklich fest bleibt. Und eins und zwei. Und drei und vier und einer geht noch, den fünften machen wir noch und zieh. Jawohl. Übung Nummer 5. Jetzt wird das Ganze ein bisschen schwerer. Jetzt versuchen wir mal Liegestützen auf den Händen zu machen. Die Übung sieht lustig aus und ist für Pärchen, glaube ich, besonders interessant. So, ihr streckt eure Beine, du stellst dich links und rechts in die Grätsche. Gibst mir die Hände und versuchst jetzt hier einen Liegestütz zu machen. Ah, dann wird es etwas schwieriger. Und jetzt versuche ich in der zweiten Instanz auch einen Liegestütz, aber jetzt negativ zu machen und drücke meinen Partner hoch und runter. Jetzt bist du wieder dran. Und ich bin dran. Und zieh. Okay. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Übung. Schwieriger wird es, wenn ihr das gleichzeitig macht. Also beugen und strecken gleichzeitig. Los geht's. Die nächste Übung wird wirklich etwas schwer. Es ist der Oberarmstand. Und den solltet ihr nach Möglichkeit mit einem dritten Partner machen, der euch noch etwas fixiert und Sicherheitsstellung gibt. So, der Partner steht vor euch.
Und wichtig ist, dass ihr euch einen dritten Partner vielleicht noch nehmt, der euch Sicherheitsstellung gibt, nicht dass das Kartenhaus zusammenbricht. Auch noch wichtig ist, dass die Hose nicht rutscht. Aus dem Grund ziehe ich mal hier meine Hose nach hinten, dann hat man hier wirklich einen schönen stabilen Stütz. So, wie sieht das Ganze aus? Immer darauf achten, dass die Arme durchgestreckt sind. Möglichst lang und möglichst stabil bleiben. So, legt die Hände gedreht auf meine Knie und die Hände, die lösen sich hier nicht mehr, die bleiben da. So, jetzt nach vorne wandern und am Anfang am besten mit Schwung hoch in den Handstand. Wichtig ist, dass der Partner, der unten stützt, die Daumen vorne hat. Also ihr seid in der Position und ihr müsst euch in der Position wirklich schön fixieren. Wenn ihr keinen dritten Partner habt, dann könnt ihr das auch vor einer Wand machen. Das heißt, wenn der Partner oben nach vorne schwingt, dann verhindert er das Umfallen. Okay? Die Übung Nummer 7. Jetzt wird es noch ein bisschen interessanter, ein bisschen schwieriger. Und zwar, jetzt versuchen wir mal den Oberarmstand, den wir jetzt gerade gemacht haben, mit gegrätschten Beinen. Also oben die Beine einfach nur öffnen und grätschen. Okay? Die nächste Übung wird ein Oberarmstand aus dem Flieger. Also startet mit dem Flieger und wandert dann allmählich hoch zum Oberarmstand. Ganz wichtig ist, dass der Partner, der oben schwebt, die Arme langsam streckt. Und ganz wichtig ist, dass er nicht nur die Arme streckt, sondern auch den Armrumpfwinkel. Also den Winkel zwischen Arme und Oberkörper. Den müsst ihr aktiv öffnen. Wir starten mit dem Flieger. Hopp. Jetzt langsam lösen und mit den Händen fest am Sprunggelenk fixieren. Richtig schön einhalten. Jetzt müsst ihr schnell arbeiten und ganz langsam vorsichtig den Partner in eine saubere, stabile Position führen. Ihr greift hier und jetzt muss sich der Partner von euren Beinen wegdrücken. Drücke weg. Ja, genau. Das ist er. So, once again, das können wir nämlich besser. Ich fand schon ziemlich gut. Also, Julia hat es gerade nicht richtig gemacht, die hat nur hier so ein bisschen gedrückt. Also den Winkel da, den wupp, den müsst ihr öffnen. Wupp, den okay. Muss ich öffnen. Los geht's. Flieger. Sprunggelenke fixieren, Schulter greifen und mit Schwung wegdrücken. Als letzte Übung zeige ich euch den sogenannten Stuhl. Am besten ist, wenn ihr euch am Anfang dafür hinsetzt, dann seid ihr einfach stabiler. Die Beine sollten im 90-Grad-Winkel zum Boden gerichtet sein. Okay, so. Ihr stabilisiert euren Partner, indem ihr einen sogenannten Klammergriff oder Römergriff macht. Also hier die Unterarme schön klammern. Und jetzt stellt sich der Partner einfach nur auf eure Oberschenkel drauf. Und zwar genau hier so in der Mitte. Langsam hoch zum anderen Bein. Wichtig auch hier, die Füße etwas nach außen drehen und ein V bilden. Jetzt die Arme lang lassen. Und durch diesen Druck merkt ihr schon, dass ihr euch ein bisschen nach vorne aufrichten könnt. Seht ihr das? Und jetzt habt ihr einen freischwebenden Stuhl. Jetzt müsst ihr nur noch ein bisschen an der Haltung arbeiten. Ja, Brust raus, Schulter raus und ihr schwebt hier vollkommen frei. Zum Abbauen ist es wichtig, dass ihr das Ganze mit etwas Schwung macht. Der Partner beugt die Beine etwas und springt leicht nach oben weg. Hopp. Und schon ist das Ganze geschmeidig abgebaut. Wir machen das Ganze jetzt mal, ohne dass wir das aus dem Sitz aufbauen, sondern aus dem Stand. Hierfür ist auch vorteilhaft, wenn ihr versucht, eine stabile Körperlage zu haben. Also die Beine ein bisschen schulterbreiter, ja, Körper nach unten senken. Und jetzt geht es darum, dass der Partner, der aufbaut, nicht sofort nach hinten wegkippt, sondern möglichst erst nach oben startet. Okay, tiefe Beuge nach oben.
ihr seid stabil und erst in der Position wandere ich langsam nach hinten und verlagere mein Körpergewicht. Und jetzt könnt ihr mal was machen, indem ihr einfach nur eine Hand löst und euch öffnet und die Spannung halt. Wieder beugen. Hopp. Und verbeugen.